Hallo und willkommen zurück. Der heutige Film ist The Wolf of Wall Street. Der Film folgt den Chroniken von Jordan Belfort im wirklichen Leben und zeigt Leonardo DiCaprio, der das rasante Leben eines Mannes mit demselben Namen erfolgreich porträtiert. Jordan wird als Börsenmakler willkommen geheißen und scheitert nach einem Absturz an der Wall Street. Um sich von diesem Sturz zu erholen, gründet er seine eigene Firma und mogelt sich mit Freunden an die Spitze. Aber wie man so schön sagt, was hochkommt, muss auch wieder runter, und es sieht so aus, als stünde Jordan ein harter Absturz bevor. Wird er als großer böser Wolf überleben, oder wird er am Ende zum Futter für diejenigen, die an der Spitze bleiben? Der Film beginnt mit einer Fernsehwerbung für Stratton Oakmont, Inc. Darin werden die Persönlichkeiten der Wall Street Broker als Stiere oder Löwen beschrieben. Ein Löwe läuft über eine der Etagen des Unternehmens. Danach sehen wir eine große Gruppe von Brokern, die ein Spiel spielen, bei dem sie kleine Menschen in ein Brett mit einem Dollarzeichen als Zielscheibe werfen. Jordan Belfort, Leonardo DiCaprio, stellt sich dann den Spielteilnehmern vor. Er erzählt uns, dass er der Sohn zweier Buchhalter aus Bayside, Queens, ist. Seit er an der Wall Street arbeitet, führt Jordan ein Leben mit unbegrenzten Drogen und unzähligen Nutten seiner Wahl. Man sieht ihn, wie er einer Nutte Kokain in den Hintern bläst und dann im Rausch einen Hubschrauber fliegt. Wir sehen ihn auch, wie er seinen Ferrari fährt und einen Gefallen von einer Frau erhält, die als seine Ehefrau Naomi LaPaglia, Margot Robbie, identifiziert wird. Jordan behauptet, dass er genug Drogen nimmt, um den Großteil der New Yorker Bevölkerung zu betäuben. Die Substanz, nach der er sich am meisten sehnt, ist jedoch diejenige, mit der man die Welt beherrschen kann: Geld. Er schnupft eine Line Koks mit einer 100-Dollar-Not, zerknüllt sie und wirft sie in den Müll. Jordan begann mit 22 Jahren an der Wall Street zu arbeiten, als er mit Teresa Petrillo, Kristin Milioti, verheiratet war. Er fragt Jordan, wie oft er sich einen runterholt, und Jordan antwortet, 3 oder 4 Mal pro Woche. Mark behauptet, das seien Anfängerzahlen und er mache es mindestens 2 Mal am Tag. Er fängt an, Jordan zu schimpfen, dass niemand weiß, ob der Aktienmarkt steigen, fallen, seitwärts gehen oder was auch immer wird, und dass das alles ein Fugazi ist. Marks Hauptzweck, in den Aktienmarkt einzusteigen, war vor allem wegen der Nutten und dem Kokain. Er überredet Jordan, bei dem Geldgesang mitzumachen. Am 19. Oktober 1987, auch bekannt als Schwarzer Montag, beginnt Jordan seinen ersten Tag mit seiner Maklerlizenz. Jordans Job ist verloren, als die Aktienkurse weltweit fallen. Teresa empfiehlt ihm, ihren Verlobungsring zu Hause zu verpfänden, während er die Kleinanzeigen in der Zeitung durchstöbert. Er entdeckt einen Ort auf Long Island, Investor Area, das in einem kleinen Mini-Einkaufszentrum untergebracht ist. Jordan kommt schick gekleidet im Investor Center an. Der Standort ist im Grunde ein kleines Etablissement, das keinen professionellen Eindruck macht. Die meisten Makler sind informell gekleidet und das Büro ist ein trister, ungepflegter Arbeitsplatz. Jordan wird von Dwayne Spike Jones, dem Besitzer des Lokals, begrüßt. Er beauftragt Jordan, ein Verkaufsgespräch für Aerotüne zu führen, ein kleines, in einer Garage in Dubville, Iowa, ansässiges Start-up-Unternehmen. Aerotüne ist eine Pinksheet-Aktie, niedriger Wert, und er erhält die Hälfte der Provision. Jordan kontaktiert einen potenziellen Investor wegen Aerotüne. Er stellt es ihm als ein riesiges Unternehmen vor, wir sehen ein Bild davon, das zeigt, dass es nicht größer als ein Geräteshoppen ist, aber die Art und Weise, wie er es anpreist, erregt die Aufmerksamkeit aller. Alle im Büro bleiben stehen, um Jordan zuzuhören, der eine elegante, aber professionelle Verkaufsstrategie vorstellt. Er schließt das Geschäft ab und seine neuen Kollegen sind beeindruckt. Schon nach wenigen Monaten verdient Jordan eine Menge Geld. Donny Azoff, ein pummeliger Mann mit Brille und strahlend weißen Zähnen, spricht ihn in einem Diner an, Jonah Hill. Er fragt Jordan, ob der Jaguar draußen sein Auto sei, und Jordan bestätigt dies. Donny behauptet, im selben Wohnkomplex wie Jordan zu wohnen und als Verkäufer von Kindermöbeln zu arbeiten. Er fragt Jordan, wie viel er verdiene, und Jordan antwortet, er habe im letzten Monat $72.000 verdient. Donny kann das nicht glauben und verlangt eine Lohnabrechnung über $72.000. Jordan holt eine heraus und Donny kontaktiert seinen Vorgesetzten, um ihm mitzuteilen, dass er an der Börse arbeiten wird. Jordan und Donny trinken etwas in einer Kneipe. Wir erfahren, dass Donny seine Cousine geheiratet hat, weil er nicht wollte, dass ein anderer mit ihr schläft. Donny raucht draußen Crack und bietet es Jordan an. Er nimmt einen Zug, wird aufgeregt und sagt Donny, dass sie abhauen müssen.
Die beiden machen eine Garage ausfindig, in der sie ein Geschäft eröffnen wollen. Jordan holt sich die Hilfe einiger seiner Kumpels. Es sind Robbie Feinberg, Brian Sacker, Spitzname Pinhead, Aiden Kupferberg, Henry Zebrowski, Spitzname Sea Otter, Chester Ming, Kenneth Choi, Nicky Koskov, PJ Byrne, Spitzname Rograt wegen seines minderwertigen Toupees und Brett, Jean Bernthal. Brett ist in seinem alten Viertel vor allem für seine Drogengeschäfte bekannt. Jordan weist Brett an, ihm einen Stift zu verkaufen, den er aus seiner Tasche nimmt. Brett weist ihn an, etwas auf eine Serviette zu kritzeln. Jordan erwähnt, dass er keinen Stift hat und Brett verkauft ihm einen. Jordan lädt auch ein paar Leute aus dem Investor Center ein, darunter einen namens Toby Welch, Ethan Suplee. Jordan und Donnie richten in einer verlassenen Autowerkstatt so etwas wie einen Heizungsraum ein. Die Jungs sitzen alle an ihren Schreibtischen und sind bereit, nach einem von Jordan entwickelten Skript zu telefonieren. Sie beginnen mit Bluechip-Aktien wie Disney und AT&T. Jordan bittet einen Investor, Kodak-Aktien zu kaufen. Jordan plant, das Geschäft zu besiegeln, indem er obszöne sexuelle Gesten gegenüber allen macht, sobald der Investor zustimmt. Jordan gründet daraufhin Stratton Oakmont und baut es zu einem viel größeren Unternehmen aus, in dem noch mehr Makler für ihn arbeiten. In seinem Büro tummeln sich Gruppen eifriger und hoffnungsvoller Makler, die ihm stolz ihre Lebensläufe vor die Nase halten. Wenn ein Stratonite etwas verkauft, feiert die ganze Etage mit einer Marschkapelle und einer großen Schar von Noten. Eine Mitarbeiterin lässt sich sogar den Kopf rasieren, wenn Jordan ihr $10.000 für Brustimplantate zahlt. Hunderte von ehrgeizigen jungen Bankern strömen nach einem Forbes-Expose zu seinem Unternehmen. Jordan erlangt enormen Erfolg und verfällt in einen luxuriösen Lebensstil mit Prostituierten und Drogen. Er hatte eine Affäre mit Naomi LaPaglia. Nachdem seine Frau die Affäre entdeckt hat, lässt sich Jordan von ihr scheiden und heiratet 1991 Naomi. In der Zwischenzeit nehmen die SEC und das FBI Stratton Oakmont unter die Lupe und Naomi zieht in Jordans Wohnung ein. Sie stellt einen Designer und einen schwulen Butler namens Nicholas, John Spinagetti, ein, um die Wohnung nach Jordans Geschmack umzugestalten. Jordan mag ihn, bis Naomi eines Abends nach Hause kommt und Nicholas bei einer schwulen Orgie in der Wohnung vorfindet. Verzweifelt rennt sie zu Jordan und erzählt ihm, dass $20.000 in Bar sowie $30.000 an Schmuck und anderen Gütern aus ihrem Zimmer verschwunden sind. Nicholas wird von Jordan, Donnie, Chester und Rograt darüber befragt, was er über das fehlende Geld weiß. Nicholas weigert sich, die Fragen zu beantworten, offensichtlich, um seine schwulen Kumpel zu schützen, und wechselt schnell das Thema, indem er ihnen offen sagt, dass er glaubt, dass ihre Fragen auf homophoben Vorurteilen beruhen. Chester schlägt ihm hart auf die Nase und er und Donnie ziehen Nicholas an seinen Beinen über den Balkon, um ihn zu einem Geständnis zu zwingen. Jordan ruft die Polizei, die Nicholas wegen Diebstahls verhaftet und ihm dann gegen das Schienbein tritt. Jordan gelingt es, die gestohlenen Gelder durch Geldwäsche zurückzuholen. Da er weiß, dass diese Methoden illegal sind, engagiert er Manny Riskin, Ja Favreau, als Anwalt, um sie legal zu halten. Jordan interessiert sich nur für die Tatsache, dass er mehr Geld verdient, als er und alle anderen damit anfangen können. Jordan macht Naomi einen Heiratsantrag, den sie mit einem gelben Diamantring annimmt. Er schmeißt einen Junggesellenabschied in Las Vegas, bei dem sogar die Fahrt im Flugzeug mit Noten, Alkohol und Kokain gefüllt ist. Auch die Hochzeit ist ein großes Ereignis. Jordan wird Naomis englischer Tante Emma, Joanna Lumley, vorgestellt, die von Jordans Kokainabhängigkeit weiß. Jordan und Naomi verkaufen ihr New Yorker Penthouse und kaufen ein großes Anwesen auf Long Island. Als Hochzeitsgeschenk kauft er Naomi sogar eine Yacht, die ebenfalls auf den Namen Naomi getauft wird. 18 Monate später bekommen Jordan und Naomi eine Tochter, Skylar. Zu diesem Zeitpunkt streitet das Paar ständig über Jordans Streiche. Er schlief die ganze Nacht und schrie den Namen Venedig. Dass sie eine Nutte ist, sieht man daran, dass sie eine brennende Kerze aus Jordans Hintern gezogen und ihm das heiße Wachs auf den Rücken geschüttet hat, während er Wolfie schrie, sein Sicherheitswort, das sie ignoriert. Jordan erklärt, dass die Streitereien Teil ihres Musters sind, das darin gipfelt, dass sie intim werden. Als sie das Baby schlafen legen, erklärt Naomi, dass sie von nun an nur noch kurze Röcke und keine Höschen mehr tragen wird, um Jordan zu verspotten. Jordan hingegen hat seine eigene List. Er teilt Naomi mit, dass sie von Jordans Sicherheitsleuten, die beide Rocco heißen, auf Video aufgenommen wurde. Nach dem Börsengang von Steve Madden im Jahr 1993 macht Jordan innerhalb von 3 Stunden unrechtmäßig $22 Millionen.
Dies lenkt die Aufmerksamkeit des FBI noch weiter auf ihn und seine Firma. Das FBI stellt eine Vorladung an das Unternehmen aus, um die Videoaufzeichnung von Jordans Hochzeit zu erhalten. Jordan trifft sich mit seinem Privatdetektiv Boditel, der sich selbst spielt, der ihm mitteilt, dass Denim über Fotos von Jordans innerem Kreis verfügt. Jordan fragt Dietl, ob er Denim freikaufen kann, was Dietl strikt ablehnt. Jordan lädt Denim und seinen Partner Agent Hughes, Ted Griffin, auf die Naomi ein, die in einem Hafen von Long Island vor Anker liegt. Er händigt ihnen eine Liste mit allen Personen aus, die an der Hochzeit teilnehmen werden. Denim hält Jordans Beschreibung eines Mitarbeiters, den er eingestellt hat, nachdem er nach der dreifachen Bypass-Operation seiner Mutter Geld brauchte, für eine Bestechung. Jordan lacht und befiehlt den Agenten, seine Yacht zu verlassen. Als sie weggehen, wirft er ihnen spöttisch 100-Dollar-Scheine zu. Jordan beschließt, sein Geld vor Steuereintreibern und Räubern zu schützen, indem er es auf Offshore-Konten deponiert. Er, Donnie und Rograt reisen in die Schweiz, um diese Aufgabe zu erfüllen. Jordans Reise dorthin ist ein Fiasko, da er vor dem Flug eine ganze Reihe von Qualudes nimmt. Dann beleidigt er den Piloten und verhält sich der Stewardess gegenüber ziemlich unzüchtig. Als er aufwacht, ist sein Stuhl an ihm festgeschnallt. Donnie teilt Jordan mit, dass er versucht hat, einen Aufstand im Flugzeug anzuzetteln, indem er die weiblichen Flugbegleiterinnen trockenbumste und den Kapitän beleidigte, der Jordan persönlich auf seinem Sitz festhielt. Dank der Intervention von Rograt und der Unterstützung seines Schweizer Bekannten wird Jordan bei seiner Ankunft nicht angeklagt. Er weist den Kapitän seiner Yacht an, nach Monaco zu fahren, um die Grenzkontrollen zu umgehen, aber das Schiff kentert in einem Sturm. Das Flugzeug, das sie nach Genf bringen soll, wird nach ihrer Rettung beschädigt, als eine Möwe in den Motor fliegt. Jordan deutet dies als ein Zeichen Gottes und schwört, nüchtern zu werden. 2 Jahre später wird Jordan vom FBI festgenommen, weil Saurel, der in Florida wegen eines anderen Delikts verhaftet wurde, dem FBI von Jordan erzählt hatte. Jordan verspricht, Beweise gegen seine Kollegen zu sammeln, um im Gegenzug milde walten zu lassen, denn die Beweise gegen ihn sind erdrückend. Naomi teilt Jordan mit, dass sie sich von ihm scheiden lässt und das alleinige Sorgerecht für die gemeinsame Tochter und den kleinen Jungen haben möchte. Jordan schlägt Naomi und versucht, mit seiner Tochter zu fliehen, bevor er in einem impulsiven Wutanfall unter Kokaineinfluss sein Auto in der Einfahrt zerschmettert. Später trägt Jordan ein Mikrofon bei der Arbeit, hinterlässt aber einen Brief für Donnie, um ihn zu warnen. Das FBI erfährt davon, verhaftet Jordan, führt eine Razzia durch und schließt Stratton Oakmont. Jordan erhält für seine Beweise eine reduzierte Strafe von 36 Monaten in einem Minimalsicherheitsgefängnis, obwohl er seine Vereinbarung gebrochen hat, und wird nach 22 Monaten entlassen. Nach seiner Entlassung verdient Jordan nun ein Vermögen mit der Durchführung von Kursen über Verkaufstechniken.